leicht fliegt besser. Und da haben die gedacht, wir gehen zurück zum Skispringen. Und eigentlich wollten sie den Herrn Kalmund auf die Skier bringen. Aber das ist dann misslungen und ihr habt die Flugzeuge draufgenommen. Also wir haben das nach harter Recherche rausgekriegt und müssen sagen, es ist euch aber gut gelungen. Ja, ich beginne mal rechts von mir. Der Felix Hoffmann. Wahrscheinlich der, den ihr am wenigsten kennt. Junges Talent, glaube Verein Goldlautern. Wenn ich es richtig gelesen habe, wo liegt das? In der Nähe von Suhl, Thüringen. Also doch kein Sachse wie hier, sondern ein Thüringer. Genau. Aber ein Skispringer aus der Region und vor allen Dingen ein Skispringer aus der Nähe der Produktionsstätte. Als ich 1988 beim Forum Nordicum in Oberhof war, haben wir damals Germina besichtigt. Auch da erinnern sich die Älteren noch dran. Und da schließt sich hier auch wieder ein Kreis, die Produktionsstätten gibt es noch. Seit wann springst du diesen Ski? Eigentlich schon gesamte Laufbahn mit Germina angefangen im Kinderbereich und dann die weiteren, die weiteren Modelle oder von Flüge bis dann auch letztes Jahr den Verivox und wieder dieses Jahr bei Flüge. Ja, die Firma setzt den Ski ja auch besonders im Nachwuchsbereich ein, fördert das damit. Hast du denn auch schon Kontakt zu dem Pierre Heinrich, den wir ja auch schon von verschiedenen Firmen kennen und von ganz großen Skispringern, denen er die Latten zurechtgeschnitten hat? Hast du auch persönlich schon Kontakt oder bekommst du, ich sage jetzt mal salopp, die Ski von der Stange? Ja, ich habe schon Kontakt mit dem Pierre. War diesen Sommer auch ein bisschen intensiver als die Jahre davor, da wir am Anfang ein paar kleine Probleme hatten. Und wir hatten dieses Jahr viel Kontakt und haben jetzt so einen Ski zusammengebastelt, der für mich gut funktioniert. Die ersten Erfolge gab es ja schon im Continental Cup. Und ist das jetzt für die nächste Saison auch noch so dein Ziel oder blickst du auch schon so ein bisschen in Richtung der ganz Großen? Also hauptsächlich wird die Wettkampfserie im Continental Cup bestritten bei mir und ja, kommt dann auf die jeweilige Leistung an, ob es dann mal im Weltcup mitgehen darf. Okay, dann wünschen wir dir auf jeden Fall, drücken wir dir auf jeden Fall den Daumen, wünschen dir alles Gute. Olympia ist ja wahrscheinlich, Pyeongchang ist für dich noch kein Thema. Also wenn man realistisch bleibt, denke ich mal, dass es noch ein bisschen zu hoch gesteckt ist. Haben dich denn vielleicht die DSV-Leute trotzdem schon mal auf die Akkreditierungsliste gesetzt? Das muss man ja immer vorher machen. Gehörst du da zum erweiterten Kreis oder weißt du das gar nicht? Soweit ich weiß, sind wir auf dem erweiterten Anmeldeformular mit eingetragen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Da kann der Knoten ja auf jeden Fall platzen. Die beiden Herren neben mir, für die ist natürlich Olympia, ich habe das gestern auch schon angedeutet, ein ganz großes Ziel. Für dich wahrscheinlich sogar der Traum vom Gold. Aber ich möchte beginnen, Olympia in Pyeongchang ist natürlich im Moment auch ein Thema, wo wir doch alle so ein bisschen befangen sind, wo wir doch alle, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, sehen, dass die Politik uns da einige Probleme bereitet, nicht nur das IOC, sondern auch die Politik, auch Amerika und Nordkorea. Wie geht man als Sportler damit um? Ja, sicherlich ist das momentan ein sehr heißes Thema, auch für uns Sportler, aber ich sage mir immer wieder, wenn es soweit ist, denke ich, werden die Sicherheitsorgane oder DOSB schon die Entscheidung getroffen haben, ob die Sicherheitslage wirklich auch gegeben ist. Und alles andere, wenn wir dann vor Ort sind, fokussiere ich mich eigentlich auf meine Leistung. Und dafür gebe ich alles, trainiere ich das ganze Jahr oder bereite mich eigentlich darauf vor. Und alles andere, denke ich, liegt nicht in unserer Hand von den Sportlern. Und wir wollen unser Land da ordentlich vertreten, so gut wie es geht. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Sicherheit dann auch gegeben ist. Aber man muss auch sagen, es war in Sochi, gab es vorher mediales Bedenken, es gab in Salt Lake oder in Turin, überall gab es Probleme und ich denke, man sollte auch nicht so viel jetzt darüber diskutieren und sicherlich, ich meine, es ist schwierig, aber
am Ende bis jetzt sind die letzten Jahre immer gut ausgegangen und ich hoffe, das bleibt doch so und deswegen freue ich mich eigentlich auf sichere Spiele. Ja, Thomas, die ersten Meldungen kamen ja aus Österreich, dass man sich dort schon überlegt, eventuell nicht hinzufahren. Hat euch Skispringer, habt ihr darüber auch schon nachgedacht oder war das Funktionärsgerede und bereitet ihr euch ähnlich wie die Deutschen so vor, um am Tag X einfach fit zu sein? Also ich glaube, dass das bei uns alle Sportler so ist, dass man bekommt es schon mit, was so geredet wird und diskutiert wird. Aber also ich persönlich mache mir über das gar keine Gedanken, entweder es findet statt oder nicht. Und in erster Linie geht es darum, ob ich überhaupt einmal dabei bin. Und ja, bis dorthin brauche ich mir eh nicht viele Gedanken drüber machen. Ihr hattet ja jetzt gerade die österreichischen Staatsmeisterschaften. Der Heiberg hat beide Titel geholt. Der Dirk Thiele, der wir immer bestens informiert ist, hat gerade die Nachricht bekommen, dass er sich verletzt hat, Bänderriss, schwer verletzt hat. Und wieder der große Pechvogel ist. Trotzdem wird es natürlich einen harten Ausscheidungskampf geben. Gerade du bist wieder auf dem Sprung. Wir haben gestern schon über die schweren Stürze gesprochen und du hast ja auch angedeutet, ich glaube von der Fitness körperlich bist du schon wieder da. Ja, du bist da, wo du warst. Es scheint aber doch auch, das muss man ja offen sagen, ein kleines mentales Problem nach den Stürzen zu sein, oder? Ja, definitiv. Also körperlich muss ich sagen, bin ich topfit. Also da habe ich eigentlich nie wirklich Probleme gehabt, dass da irgendwas nicht gepasst hätte. Das große Problem ist immer noch, leider Gottes, das Mentale, dass einfach die Stürze, die ich gehabt habe, die sitzen doch noch da ein bisschen im Hinterkopf drinnen und das braucht einfach seine Zeit, dass man das Ganze verarbeitet. Und ja, das gilt es eben aus dem Kopf rauszukriegen und ich merke schon auf die kleineren Schanzen, speziell 90 Meter Schanzen, funktioniert das Ganze schon gut. Da bin ich auch bei den österreichischen Meisterschaften unter die Top 10 gesprungen und das ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, also jetzt geht es darum, dass ich das eben auf der großen Chance nachher zeigen kann. Thomas, und welche Rolle spielt, wir sind hier, die Vertreter der Skifirma sitzen hier, welche Rolle spielt jetzt speziell für dich das Material? Ist das Vertrauen groß? Wie ist die Abstimmung mit der Firma und wie war das bei dir in den letzten Jahren? Welche Ski bist du gesprungen? Ja, das Material spielt sicherlich eine große Rolle bei uns. Und ich muss sagen, dass ich bin früher, also angefangen, die ersten richtigen Sprünge bin ich damals auch mit einem Germina gesprungen und bin dann umgestiegen auf Fischer und bin eigentlich dann 2013 war das, bin ich dann auf Flüge.de umgestiegen und ist dann eigentlich relativ schnell gegangen und habe mit dem Ski dann auch meine größten Erfolge bis jetzt feiern dürfen. Und bin jetzt da, muss ich sagen, sehr, sehr glücklich, dass Flüge.de wieder dabei ist. Ja, und du bekommst ja auch Ski, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Wie viel Paar Ski kriegst du da pro Saison? Und gibt es eigentlich auch so einen Fall, dass man trotzdem sagt, Mensch, ich habe da aber im Keller unten noch die vom letzten Jahr liegen oder vom vorletzten Jahr. Und manchmal laufen die auch gar nicht so schlecht. Und holt man sie, ist da manchmal auch ein bisschen Aberglaube dabei? Ja, vielleicht schon. Also ich habe im Wohnzimmer sozusagen ausgestellt, wie in einem Museum, mein Dornier-Ski von damals. Und habe im Keller auch noch sehr, sehr viele Ski gehabt. Und das war genau, wie Flüge.de eben weg war. Habe ich mit dem Pierre geredet, was ich mit den alten Ski jetzt tun soll, weil der Keller war schon ziemlich voll. Und ja, das war dann eigentlich recht schwierig, wo ich sie hin tun soll. Ich habe sie dann an die Vereine ausgeliefert, weil ich bin jetzt auch nicht wirklich sehr groß. Also da sind dann viele 12-, 13-Jährige fast schon so groß wie ich. Die können die Ski dann schon hernehmen. Und ja, ich muss sagen, also bis jetzt hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich war sehr gut unterstützt. Man kann über alles super reden. Wenn man irgendwas Spezielles haben will, kann man sich das ausreden. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer das bekommen, was ich wollen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich jetzt so sehe, so aus der Nähe, ich erinnere mich noch an das Bild, was damals im Internet zu sehen war, nach einem deiner Stürze.
da hätte ich gedacht, der kommt überhaupt nicht mehr wieder und wird entstellt sein. Ich kann dir nur sagen, du siehst klasse aus, deine Form kommt langsam wieder. Und wir wünschen dir, glaube ich, alle, dass es vielleicht doch noch klappt. Es ist ja immer das eine Pech, ist manchmal das andere Glück. Und wir würden uns sicherlich freuen, wenn wir dich in Pyeongchang und natürlich vorher auch schon bei der Vierschanzentournee und bei den vielen Weltcups wiedersehen. Alles Gute. Ja, Björn, als langjähriger Sportchef des bayerischen Fernsehens war ich natürlich ganz froh, dass ich hörte, du hältst dich ja nun auch in Bayern auf. Was hat das für einen Grund gehabt? Ja, also ich wohne jetzt seit 2 Jahren auch am Chiemsee und die Gegend ist schon sehr verzaubernd, muss ich schon sagen. Ich fühle mich auch sehr wohl, aber ich denke, ich habe auch einen sehr guten Bezug zur Bundespolizei da und da habe dann meine Ausbildung nebenbei gemacht und das da meine zukünftige Frau jetzt da kennengelernt und da hat es mich halt dahin verschlagen. Nichtsdestotrotz bin ich auch gerne in der Heimat wieder. Es ist auch unheimlich wieder schön, alte Leute und alte Trainer wieder zu sehen. Und deswegen kommt er zum Forum Nordicum. Ja, und ja, aber ich fühle mich überall wohl. Also ich pendel sehr oft oder jetzt nicht mehr ganz so oft, aber ich genieße es immer wieder, weil ich weiß, wo ich herkomme. Und aber nichtsdestotrotz fühle ich mich jetzt auch angekommen da, wo ich jetzt wohne. Ich glaube auch, du hast natürlich auch mit deiner Frau, wenn wir vorhin schon über Recherchen gesprochen haben, Riesenglück gehabt, eine tolle Frau, auch Spitzensportlerin. Das ist schon riesig, glaube ich, ne? Ja, gut, du meinst jetzt eine andere Frau, aber das ist vergangen. Ja, aber nein, alles gut und ich bin vollkommen zufrieden ringsherum und mir geht's gut. Und das ist, denke ich, die Hauptsache. Und ich denke, wenn die mentale Seite stimmt, dann kann man auch im Sport hundertprozentig Leistung bringen. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Baustein im Hochleistungssport. Und da müssen jedes Element muss irgendwo passen. Und das passt bei mir ganz gut momentan. Und ich fühle mich ringsherum wohl. Und so fühle ich mich auch, sag ich mal, im Springen recht locker. Und merke halt, es geht auch im höheren Alter noch ein bisschen was vorwärts. Ja, die Ehrung und die Nachhaltigkeit, die ist wie gesagt gegeben. Wie war das bei dir mit dem, oder wie ist das mit dem Produkt? Der Ski, du brauchst ja zwei. Eins zum Springen und eins zum Laufen. Ja, also ich bin ja auch erst seit 2 Jahren jetzt dabei bei Flüge.de und ich muss sagen, mit dem Pierre ist es unheimlich gutes Zusammenarbeiten, weil die Individualität, die er uns da mitgibt, das ist eigentlich echt große Hochachtung und sagen wir mal, die Kombinierer sind doch ein bisschen nicht so feinfühlig wie ein Skispringer, die haben doch mehr Probleme vom Springen her, und wir brauchen ein bisschen mehr Ski oder das ist eine andere Philosophie, aber er versteht uns unheimlich gut oder er konnte mir in den letzten 2 Jahren unheimlich viel mitgeben und weiterentwickeln. Ich denke, ich habe einen Sprungski bekommen, wo nicht viele Athleten im Weltcup von den Kombinierern springen und aber das ist das, was ich genau brauche. Und ich habe mit Flüge jetzt auch meinen größten Erfolg jetzt im letzten Winter gefeiert. Und ja, da nochmal ein riesen Kompliment und Danke an ihm, weil er sich auch so reinkniet. Ich weiß, dass es auch nicht immer einfach ist, wenn man anruft, du, ich brauche jetzt nächste oder übernächste Woche einen neuen Ski. Ich denke, für uns Sportler ist es nie eine Selbstverständlichkeit, aber man ruft halt an und erwartet das halt. Aber er ist immer da und das wissen wir auch zu schätzen. Und das ist halt etwas Gutes. Ja, und das andere Produkt, da bin ich ja auf Salomon, da brauche ich mich auch nicht beschweren. Das sind super Laufski und wie gesagt, aber es muss halt immer alles passen und das ist auch immer ein Weg, der über viele Monate auch geht, dauert ein Prozess. Aber wenn man gut zusammenarbeitet, dann überwindet man auch mal schwierige Phasen und das denke ich auch da, wo man auch weiterkommt. Und da sind wir jetzt, denke ich, auf einem ganz guten Weg und da freue ich mich auf die Zukunft. Wo stehen deine Goldski? Sind die auch im Wohnzimmer oder wo hast du die gelagert? Und ist noch Platz für die nächsten? Ja, meine liegen im Skikeller, weil es ist ja noch das alte Modell von Verivox. Und ja, aber ich werde sie trotzdem aufheben, weil ich denke, ich doch was ganz Besonderes. Aber die Zeit ist einfach so schnelllebig und das Material entwickelt sich immer wieder weiter, deswegen braucht man auch immer wieder was Neues und muss immer wieder was investieren. Von dem her
kommen jetzt schon wieder die Winterski und ja, aber die guten hebt man natürlich auf, falls es mal gar nicht funktioniert, hat man immer noch ein Backup und das ist, denke ich, auch wichtig. Ja, du startest nun in einem Team, das wirklich Weltklasse repräsentiert, das so ausgeglichen ist wie kein anderes, das die erfolgreichen Trainer, die erfolgreichsten Betreuer hat. Da steht schon der Nachfolger vom Bundestrainer fest, scheinbar, und also das sieht von außen alles so ganz, ganz großartig aus. Wie schafft man das, Stimmung in einem solchen Team zu produzieren, wenn man doch eigentlich weiß, wir sind doch unsere größten Konkurrenten? Ja, das habe ich mich früher auch mal gefragt. Ich hatte doch, wer mich kennt, auch immer mit dem Ronny mal ein bisschen Probleme früher gehabt als Athlet. Aber ich muss sagen, seit Ronny da ist, ist nochmal ein ganz anderer Teamspirit in unser Team gekommen. Und er hat viel Erfahrung mitgebracht und er hat sich viel geöffnet, was früher nicht so war. Und der ganze Zusammenhalt von den ganzen Betreuern, das merken wir natürlich als Athleten auch. Früher war es vielleicht, wie soll ich sagen, der eine hat dem anderen vielleicht nicht so viel gegönnt wie jetzt. Und jetzt ist der Zusammenhalt unheimlich groß und es macht halt auch Spaß, weil man akzeptiert halt auch, wenn einer besser ist. Oder ich kann es damit zumindest ganz gut akzeptieren, wenn Erik oder Richie einfach besser sind, weil sie einfach jünger sind. Und ich muss einfach mehr tun dafür. Und bei ihnen geht es einfach noch leichter. Das war bei mir früher auch so. Aber ich kann damit gut leben. Und das ist halt das, was mir jetzt auch einfach macht. Und ich glaube, das geht den anderen auch so, weil dadurch haben wir einen unheimlichen guten Team-Spirit, weil keiner groß da Neid auffährt. Und ja, wir tun aber auch viel dafür. Und wenn halt einer versucht, mal ein bisschen da auszuschweifen, dann wird er halt sofort eingeholt wieder. Und das haben wir unsere Trainer ganz gut im Griff. Und so muss es eigentlich auch laufen. Und so kann man nur erfolgreich sein. Und sobald halt mal irgendwo ein Kritikpunkt aufkommt, muss man ihn akzeptieren, umsetzen, aber du musst halt mitziehen und wenn du nicht mitziehst, hast du verloren. Ja, ich will jetzt gar nicht von Silbereisen sprechen. Wir denken an Gold in Pyeongchang, an die Krönung und öffnet sich dann der Herr Kirchhannessen auch und wird vielleicht auch in diesen Trainerstab und gibt seine unglaublichen Erfahrungen weiter oder sagt er sich, ich mache noch ein bisschen weiter. Ich habe so gute Ski wie auch im Wettkampf, ich beende meine Karriere noch nicht. Ja, also es ist schwierig. Also ich will mich eigentlich mit dem Thema mit Aufhören gar nicht so beschäftigen, weil ich habe es gestern auch schon gesagt, ich mache es einfach, solange es mir Spaß macht und solange ich leistungsfähig bin. Aber das Ziel ist natürlich schon bei mir, dass ich gerne ins Trainergeschäft einsteigen möchte, sobald ich fertig bin und auch die ganzen Lizenzen dann im Anschluss gleich absolvieren will. Und dann irgendwo versuchen, meine Erfahrung weiterzugeben. Und darauf habe ich Lust und freue mich natürlich auch schon. Ich beschäftige mich auch schon ein wenig mit der ganzen Materie. Hauptsächlich der Fokus ist jetzt noch auf dem Leistungssport. Aber mir wird es auch unheimlich Spaß machen, in der Mannschaft zu arbeiten. Ja, ich sage erstmal vielen Dank. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Programmpunkt. Da das aber, glaube ich, das Mittagessen ist, habt ihr dann alle noch Gelegenheit, die Sportler bleiben, auch noch eure speziellen Fragen zu stellen. Herzlichen Dank, Felix Hoffmann, Björn Kircheisen und Thomas Dieter. Applaus